herzlich willkommen zurück zu Theatre. Zur verkappten Dungeon-Welt von Fever. Fever. Ich ziehe einfach mal hier am Hebel und ich bete meine Freunde zutiefst, dass mit dieser Aufnahme diese ganze Geschichte hier endgültig abgeschlossen sein wird, weil das muss nicht mehr sein. Das ist jetzt die dritte Aufnahme, die ich in diesem verdammten Gefängnis mache. Noch mehr Feuerpfeile, ja super Sache. Das erinnert mich wieder an den Tagebucheintrag, den wir das letzte Mal gelesen haben. Ich versuche gerade auch, merkt ihr ja sicherlich selbst, ein bisschen lockerer zu sein. Vom Kommentieren her. Ach, hier ist der Fahrstuhl. Hier wären wir dann wahrscheinlich angekommen, hätten wir den anderen Weg genommen. Und hier führen die beiden Wege wieder zusammen. Oh, Jesus! Ich meine, ich bin zwar jetzt ein bisschen lockerer und nicht mehr so sehr in der Atmosphäre drin, weil erst frisch die Atmosphäre anfängt. Aber solche Kleinigkeiten erschrecken mich trotzdem. Also, ja, ich meine, ihr kennt mich ja. So, jedenfalls lesen wir diese Pools zum Anzünden. Also ich nehme mal an, dass das immer noch dieses ölige Zeug da ist, was man anzünden kann, soll. Oh, das ist so ein Explosionspfeil, oder? Ich weiß nicht, ich habe Angst, die direkt vor mir zu zünden. Aber wir haben jetzt 8 Feuerpfeile. Damit sollten wir auf jeden Fall erstmal bedient sein. Weil ich habe jetzt schon genug Folgen und Aufnahmen gemacht, dass das nicht mehr unbedingt noch sein muss. Moment, habe ich noch? Ich esse einfach noch so eine Blüte. Also ich nehme an, dass ich sie esse. Ich wüsste nicht, was ich sonst mit dem Ding machen sollte. Ich bin mit den Nerven für dieses Level schon absolut am Ende, also kann ich wirklich allen Wesen hier nur sagen, ach, sieh mal eine an. Da bewegt sich sogar irgendwas Halbnacktes. Ugh. Bevor ich das Gitter hier aufmache, das ist ganz schön ekelhaft. Habe ich noch normale Pfeile? Nein, also normale Schadenspfeile habe ich nicht mehr. Dann habe ich tatsächlich nur noch Feuerpfeile. Noch diese Sägezahndinger von Feuermeer. Okay. Gibt es da hinten noch mehr Gegner, die man sehen kann? Noch nicht, okay. Muss die Lampe ja angehen, das mit der dunklen, mit dem dunklen Bereich war mir eigentlich schon ganz lieb gerade eben, also. Ah ja, guck mal, da sehen wir auch schon die ersten Viecher, denen wir wahrscheinlich auch ausweichen werden müssen jetzt. Ah, sehr schön. Sehr, sehr schön. Das Licht ist hier wieder aus. What? Okay. Ich nehm das einfach mal. Achso, ja, das sind diese Fertigkeitenpunkte. Und was ist das da? Ach, das war einfach nur der Hinweis darauf, dass es Fertigkeitspunkte gibt. Also, Intuition, das ist Sammlerstücke und sowas finden. Und den nächsten Punkt setzen wir einfach mal in. Behalte den Vorschall des Schattens, wenn du kurze Zeit ins Licht rückst. Wie ihr ja wisst, sind mir diese Upgrades hier sowieso eigentlich egal. Okay, hier ist nur so ein Loch. Und dann wollen wir mal hoffen, dass es jetzt nicht so viel Lärm macht, aber. Ach so. Das war nur der Strom. Ich dachte, die Tür würde aufgehen. Nein, doch nicht. Hier patrouilliert einer von den Drecksäcken, das habe ich vorhin gesehen. Aber erstmal lesen wir uns die unglaublich wichtigen Gefängnisregeln hier unten durch. Patienten nicht nähern. Patienten nicht ansprechen. Alle Behauptungen, ein Patient sei gesund, missachten. Patienten werden zu ihrem eigenen Schutz fixiert. Ja, ja. Die Frage ist jetzt, war das eine Vieh da unten wirklich am Patrouillieren? Oder sollte mir das nur wieder Angst machen und er ist nur einmal hier vorbeigelaufen?
Wurde Aaron tatsächlich hier festgehalten? Ich muss alle Zellen überprüfen. Ja. Mach das doch selbst. Wozu brauchst du mich eigentlich dafür? Ich weiß gar nicht, ob ich das Licht hier vielleicht nicht sogar anlassen könnte, weil ich mir das Gefühl habe, dass die Viecher sich dem Licht nicht nähern. Oder greifen sie mich an, wenn sie mich im Licht sehen? Weiß ich nicht, könnte beides der Fall sein. Mir ist aufgefallen, dass Patient Nummer 11 aufgeregt und aggressiv reagiert, wenn Patientin 18 an seinem Zimmer vorbeigefahren wird. Seine Versuche, sie zu berühren, werden zwar sofort unterbunden, doch sein Bemühen ist derart gewalttätig, dass er heute einen der Fixierungshaken aus der Decke seiner Zelle ziehen könnte. Der Fall muss untersucht werden, Dr. Huntfield. Irgendjemand wollte Aaron unbedingt berühren, okay. Das ist interessant. Wer war denn so heiß auf Aaron? Ich meine, Garrett, der kann bestimmt auch nicht die Finger davon lassen. Aber das ist wieder eine andere Sache. Er war seine Schülerin, Stone. Wie kannst du... Sie war seine Schülerin, Stone. Wie kannst du sowas sagen? Lass mal kurz gucken, wie der Keller hier aufgebaut ist. Ach genau, ich kann einmal hier rum rein, einmal da rum rein und das ist dann alles hier so ein fetter... Aber hier ist noch so ein Raum. Moment. Hier, am I right? Hier vorbei, oder? Oh. Da war wieder so ein Vieh. Ja, hier ist noch ein Raum connected. Hier können wir noch rein. Ich habe schon einige Kerker gesehen. Aber sowas noch nie. Oh Gott. Was ist das? Habt ihr das gehört? Hier sind ja so einige von den Viechern. Okay, die Frage ist, wollen... Da sind so Seildinger, seht ihr das? Da drüben. Kann ich irgendwie... Ich kann bestimmt hier über das Geländer... Ich versuche den schnellsten Weg zu diesen Seilteilen zu finden. Nee, da auf die Kisten kann ich auch nicht. Und ich soll genau geradeaus. Okay, da lang. Ich kann jetzt hier den normalen Weg reingehen. Hier sieht man diese Tür da, was ich jetzt gerade eben links unten gezeigt habe, die führt mich hier rein. Das heißt, ich würde so oder so ungefähr über den gleichen Weg reinkommen. Aber wisst ihr was? Lasst uns schon mal so ein Seilpfeil. Wo ist das Ding? Da. Schon mal jetzt. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob wir das dann tatsächlich auch brauchen werden. Das Vieh ist immer noch da. Da sind zwei auf Patrouille. Oh mein Gott. Oh my goodness. Ich sehe da keinen Weg auf die Kisten. God damn it. Nee, das alles mit Gitterstäben. Da nach drüben müssen wir. Und über die Seile ist bestimmt einer der Wege. Wie kommen wir da am besten hin? Okay, wisst ihr was? Ich probiere mal hier so schräg rüber. Ich habe zwar die Befürchtung, dass unser lieber Thief nur geradeaus... Okay, also ich weiß nicht, warum ich da nicht hoch kann, aber... Was sind das für Dinger da auf dem Boden? Sind es... Ach, das sind Vasen. Sahen erst wie irgendwelche anderen komischen Teile, die ich entzünden kann. Nee, hier sind nur Gitter. Ich will echt über die zwei Seile rüber. Oder? Warte mal. Da ist ein anderes Vieh, das sehe ich von hier aus. Nee, nee, nee. Weißt du was? Nee.
Ich glaube, ich probiere es echt hier rum. Das ist zwar die riskantere Route, wie mir erscheint. Vor allem, weil ich keine Ahnung habe, wie weit diese Viecher da... Oh, Glas. Wie weit sie uns erspähen können, tatsächlich. Ich finde es nur schade, wieso kann ich nicht... Ich drücke gerade die Sprungtaste, aber ich komme... Diese Kanten... Ich bin schon höhere Kanten hochgesprungen, ja? Deswegen wundert es mich gerade so ein bisschen. Also dir ist dieses Öl hier wirklich egal? Oh! F9 hat nicht funktioniert. Ich wollte schnell laden. Okay, wahrscheinlich könnt ihr einen besser im Dunkeln sehen als erwartet. Die Frage ist nur, wie komme ich hier an diese Seile hoch? Ich würde gerne hier irgendwie... Ach so! Was? Da unten? Hatte das ge... What the fuck? Moment, ich speichere jetzt nochmal richtig, weil die Speicherung gerade eben hat mich verwirrt. Okay, das hat mich jetzt sehr verwirrt. Da unten, das sah nach einem kleineren Sprung aus, deswegen habe ich das hier erst gar nicht probiert. Okay, aber... Oh Gott. Jo, ihr hört euch so ekelhaft an. Hört mir bloß auf. Schaffe ich den Sprung da hinten zum Seil? Oder muss ich lieber mal... Bin schon ganz oben. Ja, das muss schaffbar sein. Ach, das sah knapp aus. So, gerade noch so dran gehalten, mit einer Hand rübergezogen. Was haben wir hier drin? Das nehme ich mit. Ah, wunderschön. Eine grüne Iris. Wer ist diese Iris? Also ich hoffe einfach mal, dass ich jetzt nicht zu viel Story verpasst habe. Da haben wir noch ein, zwei. Oh, zwei Stück direkt nebeneinander. Die mir noch hier im Weg stehen werden wahrscheinlich. Aber ich muss auf jeden Fall nach unten da irgendwie an denen vorbei. Ich sehe gerade keinen anderen Weg. Direkt zwei Stück. Oh, kacke, ich muss da hin. Obenrum geht nicht. Obenrum sehe ich gerade kein Loch irgendwie, wo ich mich ja hinter denen fallen lassen könnte. Oh, da falle ich direkt in Glas rein, wenn ich mich da fallen lasse. Ich würde gerne so weit links wie möglich. Das würde hier gehen, okay. Wir beten alle gemeinsam. Da ist das nächste Vieh. Wie soll man denn an denen vorbei? Ist eine Konfrontation erwünscht oder was? Oh, fuck. Okay, Beine brechen. Oh, mehr Glas. Mehr Geräusche von den Mistviechern. Hier ist noch mehr Glas gewesen, aber hier konnte man vorbei. Ich glaube, ich muss die töten. Ich sehe gerade wirklich keinen anderen Weg hier dran vorbei momentan. Nope. Also das Einzige, was wir natürlich in Erfahrung gebracht haben hier, ne, Feuer. Oh, da ist noch also ein Vieh gewesen. Gerade eben so ein Schatten. Ne, ich dachte mir, vielleicht kann ich mich hier fallen lassen, aber guck mal, da bin ich doch direkt vor ihrer Nase wieder, ne? Hau ab, Mann! Ich will mich trotzdem fallen lassen. Ich will es trotzdem mal probieren. Ich weiß nämlich nicht, vorhin, hat das Vieh mich wirklich gesehen oder habe ich einfach ein Geräusch gemacht? Na, wo bist du? Kleiner Drecksack.
Wenn es nämlich wirklich nur um Geräusche geht, dann... Kann ich schon durchatmen? Darf ich durchatmen, ja? So, das räumen wir noch schnell aus dem Weg. So, jetzt aber. Noch mehr? Okay. Wo sind wir jetzt gerade? Oh, Hochsicherheitstrakt, ganz weit hinten. Ich möchte nur noch mal kurz schauen. Aktuelles Kapitel? 35 von 42 Dokumenten. Freezy hat mir gesagt, dass wir im Männertrakt, glaube ich, war das? War das der Männertrakt? Dort, wo ich mich nicht getraut habe, in die Zellen reinzugucken. Oder war das der Frauentrakt? Nee, das war der Frauentrakt, glaube ich. Beides so ein bisschen. Da irgendwo auf jeden Fall habe ich Dokumente übersehen, aber 35 von 42 finde ich sehr gut. Also, da haben wir doch das meiste der Story definitiv mitbekommen. Beruhigt mich auch. Oh! Fuck it! Fuck it! Fuck it! Oh Gott, lauf! Oh mein Gott! What? Was ist hier passiert, Aaron? Warst du das? Wer was war? Die Viecher? Das war nicht Aaron. Aber Aaron hat uns vielleicht gerettet. Ich glaube, das hat er auch gemeint, aber... Oh, schön. Eine Rutschparty. Der Mond serviert auf Silbertellern. Und ich stürze in die Dunkelheit. Oh, das ist wieder so eine... Warum bin ich allein? Vision. Jeder Atemzug tut weh. Ah, sie will uns wieder leiten. Die Stimmen sollen aufhören. Jesus Christ. Ich hätte besser sterben sollen. Ah, okay. Was haben sie mit dir gemacht, um die Urkraft aus dir wieder rauszubekommen, Marin? Oh Mann. Wie kann ich atmen, wenn überall tot ist? Mit den Gefangenen stimmt was nicht. Oh, dachte ich mir schon. Gott. Ich will mir die Viecher auch gar nicht näher angucken, wenn ich ganz ehrlich bin. Garrett, wo bist du? Aaron, ich glaube, ich bin auf dem Weg zu dir. Aber ich weiß es nicht. Dir, dachte ich, kann ich vertrauen. Sie verändern sich. Was ist los? Waldemir, sie verdienen eine Strafe. Wer verdient eine Strafe? Diejenigen, die dir das angetan haben. Uah. Oh, oh je. Schloss. Hier, wo führt uns das hin? Die Tür zu Aarons Geheimnis? Du schon wieder. Da bloß auf. Da ist noch einer im Schatten. Der Baron. Er ist hier. Aaron? Aaron! Nein! Schnell! Schafft sie von den Köpfen weg! Sie ist zu wichtig, um hier zu sterben!
zu wichtig, um sterben zu dürfen. Ich frage mich, ob sie den Schmerz kennt. Sie ist unsere Zukunft! Der Northcrest-Bastard hat mich gestohlen. Kommst du mit mir, Garrett? Jemand wird sterben. Vielleicht werde ich verrückt. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Den Baron. Zurück zu Northcrest Manor. Dorthin, wo alles begann.